Und deshalb sage ich Ihnen das heute nochmal, was wir hier in Sachsen nicht brauchen, ist die übergriffige Einmischung einer Regierung in die persönliche Impfentscheidung und ihre stumpfe Gebetsmühle des Impfen schützt. Was könnte nun aber der Grund für die sinkenden Impfquoten in Sachsen sein? Fragen Sie sich das wirklich im Ernst? Die einfache Antwort: Es ist eingetreten, wovor Experten gewarnt haben. Impfdruck, Impfpflicht, Impfzwang, Diskriminierung Ungeimpfter. All das hat nicht zu Zustimmung geführt, das hat zur Ablehnung von Impfungen in Sachsen geführt. Und das ist verständlich und das ist Ihre Schuld, meine Damen und Herren. Diese Regierung und ihre Qualitätsmädchen haben aus einem ganz normalen medizinischen Fachthema, Impfen oder nicht impfen lassen, einen regelrechten Glaubenskrieg gemacht.